Servus zusammen. Der heutige Clip wird gesponsert von Andex Weißbier. Bestes Weißbier, wo gibt auf Welt. Wohl sein. Ihr seht, wir laufen hier so die ganze Zeit rum. Und falls wir mal unseren Namen vergessen sollten, haben wir den hier. Aber das passiert natürlich nicht. Es ist ein Gerücht, dass wir in den nächsten 3 Wochen hier in dieser Tracht hier schlafen. Das stimmt nicht. Es ist kein Gerücht, dass wir den Rest, der im Maßkrug drin ist, über Nacht nach Köln bringen und wir nennen das Norgal und da verkaufen wir das als Kölsch. Das ist kein Gerücht. Das ist wahr. Das musste mal sein. Ihr Lieben, ich möchte heute anfangen mit VW. Da ist mir nämlich was aufgefallen. Und zwar, das ist das erste Mal seit Wochen, dass ich da eine Reaktion mal sehe. Der Umsatz war gut, die Geschwindigkeit der Bewegung war gut, das hat gepasst. Deswegen hier ist mal der Chart von VW. Dieser Trend ist gezogen, jetzt bitte festhalten, von 2000, was ist das, 21 oder 20? Jetzt muss man mal schauen. Von 250 kam der runter von 2021. Das ist ein mächtig langer Downtrend. Und jetzt fangen die das erste Mal an, sich hier eingeleitet durch diesen Mini-Hammer, fangen die das erste Mal an, sich hier mal ein bisschen zu bewegen. Die zucken, sie leben noch. Und das ist vielleicht mal ein kurzer Zock. Ich habe mir hier einen Schein rausgesucht, die UL8 NGY. Das ist ein 102,2er, der liegt also hier noch drunter. Der liegt hier. Genau. Und ein Ziel wäre eigentlich entweder dieses Gap hier, da war der Schlusskurs bei 123,5. Und das verbindet sich eigentlich auch relativ gut hier mit dem Downtrend und der 200-Tage-Linie. Das ist mir die ganze Woche aufgefallen. Die BMW waren gar nicht so schlecht, die Daimler waren, also Mercedes waren einigermaßen okay. Das fällt mir auf, das ist durchaus mal eine Sünde wert. Ja, und jetzt gehen wir aber in DAX, weil das ist ja das, was euch mehr interessiert. Und das ist hyperinteressant. Wir haben einen Dreifachboden etabliert. Einmal, zweimal, dreimal. Wir sind gestern, also am Donnerstag, während der Börsenzeit, auf die 200-Tage-Linie haben wir aufgesetzt. Heute gehen wir von unten wieder daran. Die 200-Tage-Linie ist, wenn ich sie so richtig rechne, jetzt muss ich mal schauen, was zeigt mir das System an, 15.548. Wir sind jetzt 12 Punkte drüber. Ich persönlich gebe nicht so viel auf die 200-Tage-Linie. Ich will aber wissen, wo sie ist. Ja. Entschuldigung, ich muss gerade mal trinken. Ich muss ja gleich wieder auf die Wiesen. Ach, es ist schön. Echt das beste Weißbier überhaupt. Ich will aber wissen, wo sie ist. Ich finde es viel interessanter, dass wir sind gerade dabei, den Schlusskurs zu bauen, dass wir wieder von außerhalb des Bandes wieder reingehen. Das finde ich ganz gut. Wie auch immer, wir haben die erste Sollbruchstelle heute gesehen und wir haben sie verteidigt. Ja? Hier war der Tiefskurs, warte mal, jetzt mal schauen, 15.456 und heute war 15.447. Das war heute Morgen ganz kurz. Das war eine schnelle 60-Punkte-Bewegung nach unten. Dann ging es von da aus mehr oder weniger nur noch hoch. Das haben wir gesehen. Also das heißt, dieser Dreifachboden ist existent. Zu einer Tagelinie nehme ich zur Kenntnis. Wir haben hier immer noch das Gap vom, ich glaube es war der 29.3., ja genau, 29.3.2023. Und das Gap ist bei 15.328. Und dann haben wir nach wie vor diese Linie. Ich fand es gar nicht so verkehrt, wie der Markt heute gehandelt hat. Ich habe den Eindruck, viele Leute, weil es steht ja in jeder Analyse drin, passt auf diesen Punkt hier auf und so weiter. Viele Leute haben entweder Longs abgebaut oder sind Short gegangen, sodass auch ein Unterschreiten von diesem Punkt hier, von dieser Marke, nicht schnell zu nennenswert fallenden Kursen führen würde. Ich glaube, das ist eher so ein schnarchender, langsamer Tod. So möchte ich es mal formulieren. Jetzt ist das aber nicht passiert. Die Short gegangen sind, sind enttäuscht. Oh, jetzt sind wir hier nicht drunter. Und die Longs abgebaut haben, gesagt, der hätte jetzt aber mehr kommen können, damit ich irgendwo hier unten was kaufen kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, grundsätzlich, dass wir von hier aus, wir haben Freitagabend, die 20-Tage-Linie nochmal sehen. 15.768. Dennoch, ich bleibe hier so lange negativ, wie wir dieses Zwischenhoch hier vom 31.08. Ja, bei 16.042 nicht überbieten.
Wenn wir das tun, nochmal, muss ich umdenken. Es gibt hier eine Geschichte, die wollte ich mal zeigen. Das ist jetzt ein paar Mal durch die Medien gelaufen. Das ist also das Wirtschaftswachstum der G20-Staaten. Jetzt schaut mal, wo wir hier stehen. Normalerweise sind wir irgendwo hier oben. Wir sind die Einzigen mit Minus. Wir liegen hinter Italien. Das ist peinlich. Das Interessante ist, wir unterstützen den Gewinner auf dieser Liste, das ist Indien, mit allen möglichen Mitteln, die fliegen auf den Mond. Irgendwie, das passt nicht. Ja, also wir waren noch nie auf dem Mond, ich weiß auch nicht, was wir da sollen, aber die haben das halt gemacht. Aber warum unterstützen wir die mit diversen Mitteln? Verstehe ich nicht. Also das leuchtet sich mir überhaupt nicht ein. Wenn ich sehe, wir liegen hinter Argentinien zurück oder hinter Südafrika. Es ist super, super peinlich, was hier momentan passiert. Vor diesem Hintergrund glaube ich einfach nicht, dass wir hier ausländische Investoren bekommen, die hier nennenswert irgendwas in Aktien in Deutschland kaufen wollen. Ich bleibe also weiter negativ. Kurzfristig, auf die nächsten 4-5 Tage, rechne ich allerdings damit, dass wir hier die 20-Tage-Linie wieder anknabbern. Wir sind vom Trendfolger weiter negativ. Wir sind von der Stochastik tief, aber ohne ein positives Signal. Auch wenn wir heute mal mehr oder weniger unverändert sind, minus 0,008 Punkte. Und wer halt momentan wahnsinnig viel Bewegung hat, ist der Nasdaq. Aber ich sehe es hier nach wie vor nicht, dass wir hier irgendwo drüber gehen. Ich habe allerdings, jetzt muss ich doch nochmal trinken, die Scheine geändert. Komplett geändert, alle vier. Ich habe einen Call genommen mit 15.012. Damit sind wir unter diesem Trend, den wir nach wie vor ausfüllen sollten. Ja, das ist dieser hier, zweimal touchiert, dass wir da runtergehen. Das ist jetzt ein 28er Hebel, 15.012. Ich habe aber auch noch einen genommen. Es wird oft rumgereicht und das kann ich auch überhaupt nicht negieren, die 14.800. Ein, der hier drunter liegt, 14.753, der hat dann nur noch einen Hebel von 19. Ist auch in Ordnung. Sowas würde ich kaufen, wenn wir hier unten aufsitzen. Sollten wir hier unten aufsitzen, so im Bereich 15.050, je nachdem, wie lange das dauert, werde ich auf jeden Fall auch mal long gehen. Aber muss ich erst mal ein bisschen warten. Bei den Puts bin ich auch näher rangegangen. Ich habe 16.251er. Damit sind wir hier an diesem Gap. Da sind wir dran. Im Moment ein 21er Hebel. Ich habe aber auch einen genommen, der direkt hinter diesem Zwischenhoch liegt, was ich eben schon sagte, 16.040 mit 16.076. Der Markt bietet Chancen. Wie gesagt, mir sind diese Woche die Autos aufgefallen, deswegen habe ich eben die VW mal gezeigt. Aber ich finde nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise das hier, diesen Dreifachboden, als nennenswertes Sprungbrett nennen, um hier oben irgendwo hinzugehen. Das sehe ich überhaupt nicht. So, ich gehe jetzt auf die Wiesen, nachdem ich das hier dem geholfen habe, dem Klaas mal ein bisschen leer zu werden. Euch wünsche ich ein Happy Trading und fette Beute. Cheers, Prosit, Wohlsein.